Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, ach, da ist die Forschung gleich fertig, Factorio C-Blocks hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich bin jetzt hier gerade bei der Materialbeschaffung. Ich habe mir schon ein bisschen Stahl in die Taschen gesteckt und werde jetzt Backsteine besorgen. Denn wir brauchen noch ein paar Backsteine für die Bauten, die wir noch machen müssen. Habe ich denn eigentlich, dachte eigentlich, ach, einer ist doch schon wieder in Produktion. Upsala, das ist ein bisschen sehr viel, aber was soll's. So, das war ein zweiter Einbau und jetzt fehlt uns, boah, Bronze fehlt uns jetzt, das ist immer wieder was anderes. Aber es ist spannend zu sehen, wie wir weiterkommen. So, und die Forschung oben, das geht ja echt fix, ne? Also das ganze Advanced-Geschmelze jetzt hier. Und das können wir dann alles noch neu einbauen und die ganzen Schmelzen und, aber wenn wir das umbauen, dann werden wir auch das ganze Prinzip ein bisschen verändert haben, wie wir was, oh guck mal, jetzt kann ich nur ein Stück davon machen, das ist richtig viel. Wie brauche ich denn noch? 3, 4, 5, 6. So. So viel brauche ich davon noch und dann können wir jetzt die Blastfirnisse machen und dann gucken wir mal, wie kann ich denn davon machen. 8 Stück kann ich davon noch machen, dann habe ich insgesamt 9 und dann geht mir der Beton aus. Ich hätte gerne 16 Stück, glaube ich, davon, ne? Davon und 32 von den Casting Tables oder sowas, keine Ahnung, dann machen wir da oben, also mindestens 3, ne, 24 sind es dann. Da können wir trotzdem 16 Öfen machen. Wenn ich 16 Öfen brauche, dann muss ich hier bei Beton hingehen und nicht irgendwie da unten rumlaufen. So. Ah, da können wir ja doch schon wieder mal 2 weitere machen. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann können wir mal, achso, mal ewig, dann können wir mal ganz kurz auf die Map gucken hier. Das ist jetzt, na gut, das Flackern, das haben wir ja gut weggekriegt. Also wenn denn, dann flackert es hier auf der Seite und das ist mir ja nicht ganz egal. Weil wir auf beiden Seiten immer den Strom anlegen haben, also. So. Aber das schaltet auch wirklich die ganze Zeit hin und her. Ich weiß nicht, ob das irgendwie performance-lastig denn nachher wird. Weil er ja dann hier den Strom zuschaltet, dann laden sie natürlich die Batterien sehr, sehr, sehr schnell auf und dann ist dann der Ladestand wieder gleich und dann, naja, man müsste da wirklich einen Schwellwert haben, also so ein Threshold, wo das dann einfach dasteht, so das Glazid ein bisschen, wenn man Mittelwert bildet. Gut, also das haben wir, dann brauchen wir das hier noch, achso, dann brauchen wir natürlich noch jede Menge von den Knickarmen. Wie kann ich davon jetzt schon machen? 100 Stück, das ist jetzt überschaubar. Hier gibt es die Stahl, die Eisenplatten gehen uns aus, okay. So, die Advanced Silver Smelting haben wir auch schon. Also wir können doch richtig, wenn wir den Silber dann irgendwann anfangen, richtig schön was machen. Nitrol Smelting. Wo brauche ich denn das? What? Nickel und Titanium. Mhm. Das brauche ich, um, aha. Ah ja, Automatisierung 6. Okay, und dann geht das hier in Richtung, achso, Lichtgeschwindigkeit und so. Alles klar, okay. Na dann, ab dafür. So, wenn wir es brauchen. So, wenn wir es brauchen, dann müssen wir es natürlich machen. So, dann können wir jetzt die nächsten. Aber nicht, weil, achso, Eisenplatten, ja. Genau, da wollte ich noch ein paar holen. So. Achso, wir können ja hier mal das letzte Papier aus der Kiste mit in die Fabrik legen. Dann hat das auch nicht mal geklappt. So. Ja. Machen wir uns noch ein bisschen an Eisenplatten bereichern wir uns dann noch. Machen wir noch 2 Stück davon wieder. Und wir sind davon jetzt 8. 10. 12 sind davon jetzt im Betrieb, okay? Oder beziehungsweise in der Mache. Ja. Naja, ganz so viel brauche ich nicht, ne? Aber ich kann ja, glaube ich, Eisenplatten. Ach nee, warte. Nee, die muss ich da wieder einlagern. Da wieder einlagern, so. Ich hätte da wieder Eisen reinschmeißen und so einen Stahl da einmal so ein bisschen zentral. So. Gut, also hier Bretter haben wir ja jetzt genug, da fehlt ja bloß ein Kupfer immer, ne? Na komm, dann kann ich die jetzt hier als Fabrik mal ein bisschen Kupfer hingeben.
Hier kannst du ein paar Kupferdrähte machen. Wenn ich jetzt hier auf Betonproduktion ein wenig warten muss. So, achso, da unten ist die Kiste. Dort ist die Kiste, die ich suchte. So. So, ordentlich Draht machen, alles Geschichten. Das ist schon, also eigentlich ist das schon ganz gut aufgebaut hier. Das sieht schon niedlich aus. Aber das ist leider nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, wenn man die ganzen Erweiterungen sieht, die man da bauen kann und machen kann, dann ist das schon noch schön. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte hier nochmal Kupfer abliefern, genau. So, damit das hier ein bisschen weitergeht, damit wir hier die braunen Chips Platten kriegen, wieder ein paar. Und dann noch ein paar abgeben hier. Und zwei Stacks behalte ich erstmal, dann kann der noch ein bisschen hier wieder grüne Plättchen machen. Naja, so. Dann haben wir die nämlich hier auch wieder vorrätig vorne an der Tür gleich. So, achso, jetzt wollte ich nochmal hier bei der Betonfarm hingehen und noch ein bisschen, na, da haben wir schon die nächsten zwei Fabriken. Es fehlen uns nur noch zwei Fabriken. Hier irgendwie Beton macht die Maschine, was braucht die? Hat sie doch, wieso nimmt sie nicht? Weil die hier zu langsam ist? Naja, warte, da kann ich Abhilfe schaffen, ne? Nehmen wir mal. Wenn man da was beschleunigen kann, dann kann man das ja ruhig machen. Wir werden uns wundern, warum die da steht später, aber... So ist das halt. So, 50 haben wir schon wieder, das ist dann der nächste. Und einen müssen wir dann noch machen. Ich hoffe mal, doch 16 müssten reichen. Wir kriegen 9 Anschlüsse, wo wir Golderz hochbekommen. Die müssen wir dann natürlich auch... ganz clever verlegen, dass das einigermaßen was wird. Dass das so ein bisschen einigermaßen gleichmäßig abgenutzt wird und abgenommen wird. Das ist natürlich immer noch ein bisschen das Problem, was man dabei hat. So, das haben wir auch. Dann können wir ja hier Nitrogenprozessing, das können wir ja auch nochmal anschließen hier, oder? Ja, oh ja, da gibt es denn hier Festbrennstoff aus Nitrazingas. Ja. Blue Metal Catalyst, ach so, was ein Fick. Feuerstein, also das ist natürlich alles schon teuer. So, wir müssen sowieso mit dem ganzen Gasen anfangen, also und Flüssigkeiten. Und gerade auch mit so einem Chlorinzeugs und sowas, das brauchen wir alles darum demnächst. So, achso, und ich kann hier noch den letzten. Den erstmal noch mit anschließen. So, dann können wir nämlich die nächste Stage bauen unter Goldproduktion. Ach, da war noch irgendwas dazwischen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas war da noch. Hm, kriegen wir noch raus. Zumindest machen wir das mit den Pellets und den Kathoden, das weiß ich nicht. Wollen wir das auch gleich mit reinbauen? Wir müssen sowieso vorher irgendwo ein bisschen Silber mal haben, damit wir an den dran kommen, ne? Irgendwas war da. Mal gucken, was wir da umstellen müssen in der alten Goldproduktion, damit wir dann noch Silber kommen dort. Das war das Silbererz abgrasen. Also müssen wir mindestens 50% des Silbererzes natürlich nutzen, um diese Katalysatoren herzustellen. Wo wir Gold und Silbererz. Und sowas war da. Ich ahne oder mir schwant da Böses. So, da haben wir schon die Geonverstopfung wieder. Ah, ja. Okay. Gut, da müssen wir natürlich auch mal was gegen tun. Aber momentan, das ist die Aluminiumproduktion, ne? Ist hier noch Aluminium hier oben, also Gold ist eher das Problem. Gut. Und die müssen wir dann noch umfunktionieren zur Silberproduktion hier irgendwie. Obwohl wir dann eigentlich auch so ein Ding, so ein Klotzer, naja, hinbauen könnten. So. Doch, ich muss doch jetzt langsam sicher wieder zielgerichtet forschen. Ich muss in die Richtung forschen, dass wir diese, das mit den Robotern alles hinkriegen. So, da brauche ich ja noch Legustikfläschchen, ne? Ach, hör mir auf, wie das soweit ist. Stimmt, da war ja was. Stimmt, da war ja was. Da hatte ich ja, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Und da ist mir doch so schlecht geworden bei. Ich darf mir sowas immer nicht angucken, da wird mir mal schlecht von. So, dann brauchen wir jetzt hier den nach da. Den nach da. Und den hier. So, dann brauchen wir die hier so drüber gelegt.
So drüber gelegt. Und so drüber gelegt. So, dann haben wir jetzt hier keine Knickarmroboter. Ne, nee, haben wir noch nicht. Aber wir können hier zumindest schon mal sagen, was wir machen wollen. Hab ich da auch noch nicht gesagt? Okay. So denn das nicht? So. Da wollen wir nämlich überall Gold rütteln. Gut. Hier fehlen uns ja auch noch die Arme zu. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was ist hier eigentlich für eine... Ob da hier was Schwefel einfach nur gebraucht, ne? Das können wir ja bis hierher transportieren. Das ist einfache Schwefelsäure, oder? Sulfuric Acid, ja, das ist gut. Okay, das können wir hierher transportieren. Das ist kein Thema, das kriegen wir ran. Sulfuric Acid. Dann holen wir uns erstmal Sulfuric Acid für diesen... Quatsch da hinten. Müssen wir natürlich hier noch eine Lane, glaube ich, finden. Oder habe ich das, ist das schon mit drin hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube noch nicht, ne? Das ist in dem ganzen Gartenzaun ist das noch nicht drin. Das muss ich hier, glaube ich, auf den... Unter... Da läuft ja auch noch das... Salinwort, also noch ein drunter lang laufen. Okay. Aber ich habe es hier auf jeden Fall schon mal bei den Fabriken. Ja, das ist ja kein Problem. Läuft dann halt noch ein tiefer drunter. Das ist nicht, hört mich nicht weiter. So, denn ich habe hier bestimmt schon irgendwo Sulfuric Acid. Anliegen, weil ich es brauche. Mal hier runter gucken. Da ist es nämlich. Also ich kann halt, ich zweig das ganz vorne ab hier am Anfang der ganzen Applikation. Mit denen die auch mal Steine legen. So. Wo haben wir denn hier damals Sulfuric Acid? Dann lege ich die hier nämlich hoch. Das dürfte nämlich. Geht problemlos. Das geht problemlos. So, dann kommen wir mal mit hier. So. So, hier müssen sie dann mal da. Jetzt haben wir natürlich weder die unterirdischen Rohre noch den Breast dazu, um normale Rohre zu machen. Doch, ein bisschen haben wir noch. Na egal, wir werden jetzt erstmal die, das Zeug denn da hinlegen. So. Dann haben wir nämlich schon mal das da. Das ist schon mal gar nicht schlecht, wenn wir dann schon mal Sulfuric Acid da haben. Jetzt kriegen wir nämlich auch noch mal 100 weitere von diesen X-Upsen da dazu. Nick-Arm-Robotern. Auch schon mal ganz gut. Und uns jetzt auch nicht bis ans Ende unserer Tage, aber immerhin schon ein bisschen weiter. Haben wir auch gleich alle hier, ne? So, müssen wir das denn hinbringen? Das muss noch ganz nach hinten, ne? Das musste hier hin. Noch ein höher, das musste da oben hin. Da muss das hin. Okay. Da können wir aber hier durchgehen, das ist kein Thema. Hier können wir uns hochlegen und dann können wir das dann hier dann in die Richtung einspeisen. Dann müssen wir hier dann da hochgehen, dass wir das einspeisen können und dann die Flüssigkeit müssen wir da. Ja. Kein Problem, kriegen wir hin. Jut. Einmal frei. Ich muss schon wieder Materialien holen oder. Nee, ich kann erstmal Knick am Roboter noch setzen. Komm, wir bauen erstmal noch weiter. Wir wissen ja, dass wir dann mit dem Gas sowieso weitermachen müssen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir gesetzt. Zwei Stacks können wir jetzt erstmal wieder noch verbraten hier. So, dahin. Ups, da. Dahin. 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 Vorhin. Dahin. So, und dahin. So, sehr schön. Dann können wir nämlich hier noch einen hinmachen. Achso, warte mal, das ist doch hier, den, das war doch hier schön. Das können wir doch hier reißen noch ab. Moment, Bock nehmen wir zur Heile. So, können wir da einen hinpacken, da einen hinpappen. Da noch einen hinpappen. Du musst dir das holen, das ist immer schön.
Muss er jetzt auch holen, das ist auch immer schön. So. 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 Sehr gut. Wunderbärchen. Dann haben wir das nämlich auch schon soweit fertig. So, jetzt müssen wir hier aus 9 1 machen. Oder aus 9... Naja, wenn wir jetzt so viele Öfen hier haben. Wie haben wir denn 16 nötig haben, ne? Wie groß sind die denn? Die sind gar nicht mal so groß. Da müssen wir auch Kohle transportieren, rantransportieren und natürlich... Warte mal, was ist denn, wie ist das bei dem Gold? Da war noch eine Stufe dazwischen, richtig? Hätte ich doch irgendwie... Nee. Gut, aber ich muss hier noch dieses grüne Zeug wieder runter, das Chloringas. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Das Chloringas brauche ich. Wie mache ich das denn am blödesten? Wenn ich jetzt 16 Stück habe, ist ja auch schlecht durch 3 teilbar. Dann könnte man 18 machen. Ach, dann muss ich wieder welche produzieren. Oder könnte ich 6 Öfen je machen und dann kann ich hier links, rechts hier einen ransetzen, aber dann kann ich das nicht ausmitteln, ne? Ich würde das ja gerne, dass die... Dass das gemittelt... Warte mal, das kriegen wir hin. Jetzt im Map-Modus, Entschuldigung. Das kriegen wir hin. So. Das wollte ich ja hier ein bisschen vermitteln. So, machen wir so, so. So. Du kommst von da. Gehst dann da dran. Ah, da ist gerade ein bisschen passiv-aggressiv hier unterwegs. Er hat mir gerade den Ellbogen gebissen. Weiß auch noch nicht warum. Irgendwas scheint ihm nicht zu gefallen. Das kann ich definitiv schon mal so behaupten. Warte mal, wie habe ich denn da? Oder habe ich das so wirklich so gelassen? So, dann brauchen wir hier ein... So. Quatsch. Hier. So. Gut, dann haben wir auf jeden Fall hier die Möglichkeit, dann wird das hier zumindest ausgemittelt, dann legen wir nach da ein Kabel raus, einen Strang. Und dann da legen wir einen Strang raus. So, und dann machen wir die 1, 2, 3. Oh, ist schön, dass es zu weit oben steht. 1, 2. Warte mal. Die Dinger so groß wie die? Nee. So. Gehen wir von hier aus. Da ist die Mitte, warte. Genau so. 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 So müsste das klappen. Dann haben wir nämlich hier die ganzen, die machen dann. Achso, warte mal. Achso, das Gas muss mich hier rein transportieren. Ah ja, okay. Schon mal schön, dass wir daran gedacht haben, dass wir das Gas hier rein transportieren müssen, ne? Oder wir gucken mal, na, warte mal, was muss ich denn, warte mal, dann gucken wir doch mal nach. Gold. Gold. So, wenn ich die Dinger machen will, dann brauche ich Chloric Acid. Für Chloric Acid brauche ich Nitrit, Hydrochlorid Acid und 12 Gold Ingots. Eigenartig aber, dass ich das dann brauche. Und das kann ich dann herstellen in einem Chemical Plant MK4, MK3 oder was auch immer, was es da gibt. Gut, Nitrit Acid, Purified Water, Nitrogendioxingas. Nitrogendioxingas macht man aus Nitrogenmonoxidgas und Sauerstoff und aus Sauerstoff und Krimat. Da müssen wir sowieso ran an diesem Zeugs, ne? Da brauchen wir hier, brauchen wir dann Aluminium und Silberrohr. Ah, Alu und Silberrohr. Okay. Mal ein bisschen Silberrohr gucken. So. Gut, gut, gut. Nee, das machen wir nicht. Wir schmelzen hier das Gold ein erstmal. Nur so. Ich glaube, das ist effektiv, für meine Zwecke effektiv genug. So. Irgendwas hat er, der Kater.
So, der hat eben schon wieder hier. Er mautzt mich voll gerade hier. Keine Ahnung. Also sind es die Miezen, ne? Wo haben wir denn die Öfen hingedacht? Hingedingst. So. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Das. Mal. Gut, das hätten wir auch. Dann haben wir jetzt da die Öfen. Dann kommt da das Nitritkasten dazwischen. Und habe ich noch ein paar von den Öfen? 5 Stück habe ich noch. Hm, habe ich so viel gemacht, okay. Der kommt dann hier hin. Dann. Platz sein. Der kommt dann dahin. Dann. Und jetzt fehlt mir genau noch ein so ein Ofen. Und da fehlt mir jetzt aber genau noch ein bisschen Beton, damit ich den bauen kann. Okay, dann wissen wir das auch. Ein so ein MK3-Ofen müssen wir noch machen. Gut. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das sieht doch schon mal nach was aus. Wir haben die Rüttler jetzt dran. Wir haben das jetzt dran. Das ist auch alles ein bisschen verkabelt, dass das alles funktionieren könnte. Wir haben die Produktion für das Zeug. Ja, wir holen wieder noch mal ein bisschen Material. Werden aber hier oben erstmal noch ein bisschen schnell dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen was betoniert haben für später. Ja, deshalb bist du oben ran. Ja, das ist mir ganz, ganz praktisch so. Aber Chlorin-Processing 2, das ist, glaube ich, gar nicht mehr schlecht, dass ich das habe. Weil ich glaube, damit habe ich dann jetzt auch diese Gasgeschichte, die ich jetzt machen muss, ganz gut im Griff. So. Ach guck mal, es geht sogar bis da ran. Ach, fast so weit wie es geht, okay. Weil ich auch bis so ran machen kann. Naja, gut. Nein. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Haben wir uns wieder einen an ihm da rangebaut. Ach, da haben wir auch schon so eine Ecke reingebaut, die hat uns nicht interessiert, okay. Naja, manchmal, ne? Ist ja komisch. Manchmal mag er es, manchmal mag er es nicht. Da haben wir jetzt, achso, wegen den Sniper-Türmen für, das haben wir da eingebaut. Ja. Wir müssen uns hier nochmal Sniper-Türme bauen. Ich wollte das wahrscheinlich vorher vernichten, bevor ich hier was mache. Naja. Gut, okay. So ist es manchmal. Dann haben wir das nämlich hier schon alles einmal schön zugepflastert und dann kann da oben ganz in Ruhe die Schmelzanlage rein und die Dinger, die dann das ganze Zeug für uns zu den brauchbaren Platten und Barren machen. Da geht was. Also es sollte auf jeden Fall wesentlich mehr Gold bei raus rumspringen als das, was wir da jetzt haben. Und das ist ja schon zumindest ein großes Ziel, was wir damit erreicht haben wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch habe, aber ich weiß gar nicht, gibt es hier auch eine andere Ausrichtung? Aber nicht, oder? Ne, kann ich rotieren, wie ich will. Gut. So, dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen Platz im Inventar wieder geschaffen nebenbei und dann auch hier. Wir können dann jetzt Beton holen, müssen dann das dort fertig bauen. Wir haben noch ein paar Knickarme, oder? Dann kann ich schon mal Knickarme jemanden runterstellen und kann eigentlich auch schon das Kohleförderband hier anbauen. Knickarmer haben wir noch nur 58 Stück, immerhin. So, da reicht immer einer aus jetzt mittlerweile, glaube ich. Der nimmt ja eh schon mal 3 Dinge auf. So, die Kohle müssen wir noch ran transportieren. Gehen wir aber auch noch hin. Da können wir ganz unbesorgt sein. So. Die könnte ich eigentlich hier nehmen. Könnte ich ja nicht unten mit dran transportieren, ne, die Kohle. Da ist ja nur noch Platz. Nur für das Nitrogen wird es hier natürlich schlecht. Das ist schade eigentlich, ne? Ja, da müsste ich dann so mal gucken, was das machen. Weiß ich noch nicht. Na, wir können ja hier schlecht jetzt eine unterirdische Leitungskreuzung bauen.
Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Muss schon schief gehen. So. Da noch einen hin. Hier noch einen hin. Da noch einen hin. Da noch einen hin. Hier noch einen hin. Da noch einen hin. So. Dann nehme ich hier die Kohle rein. Wo ist denn da oben? Ist der Kohlestrang? Kommen Sie mal her. Junger Mann. Bringen Sie uns mal die Kohle rüber. Danke. So. Hey, bremst sich, der Himmel kann warten. So. Dann einmal hier komplett durch. Sehr schön, ja, danke. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich. Ja, ups, dann, hier müssen wir einen weiter unterschweren, sonst aufwittert. Gehen wir uns aber drauf. So. So, gut, dann hätten wir das auch. Dann können wir dann noch ein paar unterirdische Rohre jetzt hier, unterirdische Dinger hier verlegen. Und dann haben wir nämlich schon auch die Kohle mit im System. Das ist doch auch schon mal schön. So. So, sehr schön. Dann ist die Kohle da. Gut. Ja, Förderbänder haben auch gut abgenommen. So, und dann können wir dann hier oben natürlich dann die Abnahme in Richtung Schmelzanlage bauen. Dann bauen wir hier auch so eine Vierer-Schmelzanlage, so eine Ecken. Können wir machen, oder? Habe ich 8 Öfen unten dran gestellt, ja? Okay. Interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das so gemacht habe. Auch habe ich anscheinend. Na gut, dann ist das so. Da braucht man dann also auch nochmal hier den 3. So, hier. 3 von den Dingern, die uns das dann sauber mit abtransportieren. So. So. Niedrig angesetzt. Wieso mache ich denn sowas? So. Kam es mir echt vor, als wenn die da drüben höher stehen würden, aber. Das wäre ja eigenartig. Der steht richtig hier. Naja. Beim ersten haben wir es wieder richtig gemacht und dann sind wir irgendwie aus dem Kurs gekommen. Irgendwie haben wir es dann verkehrt gemacht. Dann können wir hier oben nicht die Nitrit. Achso, dann haben wir hier auch schon wieder das Problem, dass wir es nicht gerade runterkriegen. Ne? Können wir auch hier denn langlegen, das Nitrit, ne? Nitrogen oder was wir da brauchen, dieses komische Gas. Grüne. Gut, das grüne Gas müssen wir dann noch herholen. Also brauchen wir auch noch wieder unterirdische Leitung. Das heißt, wir brauchen Brass. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier oben lang gehen und werden auf den Heimweg richtig viel Brass mitnehmen. Achso, hier habe ich den gar nicht durchgemauert. Okay, gut. Macht man sich auch warum nicht, aber es ist halt so. Dann machen wir dann 8er-Würfel da oben drüber. Dann brauchen wir ja 24, ne? Das hatten wir eh gesagt, ne? Abbrechen. Dann machen wir hier auch so einen Würfel drüber wie hier. Und lassen das einschmelzen. Wir können natürlich auch, noch mehr davon machen. Das ist eigentlich das Thema jetzt, ne? Ich würde noch sagen, 1, 2. Für jeden von denen 2 solche. Das geht auch. Dann hätten wir 12 pro Strang, sind 36 Stück. Und dann machen wir davon, hier oben machen wir dann auch jeweils einen da oben drüber. Das sind immer 16 pro, das sind 48 Stück, die wir dann brauchen. Naja, da geht noch viel Material die Elbe runter. Die Strommasten habe ich eigentlich. 100 Strommasten, könnte auch knapp werden, dass die reichen dafür den ganzen Bereich.
Na gut, wir werden jetzt aber erstmal hier uns einmal vollladen mit Breath. So viel wie geht. Und werden jetzt zurücklaufen in die Richtung Base, damit wir dort dann auch wieder Breath-Rohre und unterirdische Rohre mitnehmen können. Ein paar Stück brauchen wir ja ab und zu dann doch. Damit wir nämlich dann... Na Quatsch, noch alles fertig kriegen. Und dann brauchen wir jede Menge von den Dingern hier, von den Casting-Maschinen und von den Induction-Furnaces. Ich glaube, da kann ich auch schon MK3 machen, oder? Kann ich das schon? Weiß ich gar nicht. Glaube aber ja. Nein, da brauche ich schon wieder andere Flaschen für. Hier brauche ich die Militärflaschen für. Das will ich aber nicht auch nochmal was irgendwann machen. Naja, gut. So, hier haben wir dann Drohnenkapazität oder was? Transportmenge. Achso, okay. Batterieaufrüstung MK2. Das ist natürlich nicht schlecht. Inventar, Abfall, Logistikplätze. Ja, gut. Ein Feldeffektverstärker. Wir könnten auch mal auf die Module noch gehen, ne? Das könnte jetzt eigentlich schon relativ billig sein, das zu machen. Naja, mal gucken. Ja gut, das macht dann einfach uns nur nochmal Tree Seeds und da geht's aber nicht um die anderen Dinge, ne? Machen wir das jetzt. So. Gut, also wir werden jetzt erstmal ein bisschen Brasier ablegen wieder. Jo, nö. Ganz so viel würde ich da jetzt nicht ablegen. So. Ein bisschen wollten wir auch noch in der Tasche behalten, falls wir es brauchen. So, gut. Dann haben wir das. Dann brauchte ich hier mal einmal 1, 2, 3, 4 mal die Rohre. Und das nehme ich auch mal komplett mit, damit ich die Unterirdische wieder habe. Damit wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen jetzt runtergehen zum Beton. Wir wollen auch hier hingehen und dann mal hier noch ein paar davon mitnehmen. Und dann kriegen wir mal hier uns noch mal so ein paar von den Dingern an. Da brauchen wir nämlich noch jede Menge von. So. Und da ist die begrenzende Fracht D. Und dann ist das ein Boot. So, da kann man, machen wir jetzt erstmal jede Menge von den Dingern wieder. Dann brauchen wir... Beton. Beton braucht Silizium. 200 Beton ist nämlich nicht allzu viel. Wir brauchen jetzt, können wir gleich mal hier den... einen Ofen noch mit in Betrieb nehmen. So, und das ist Chemical Furnace, ist nicht der, wir brauchen den auf der Seite. Induction Casting Machine MK3, Induction Furnace, was braucht der? Der braucht auch Beton, Brass Gear, Brass Pipes, okay. Also jede Menge Brass Pipes war drauf. 7 Stück kann ich davon jetzt machen, ich denke mal, da werden uns dann die... Ach, Beton geht uns auf. Okay, 7 Stück können wir da schon mal von machen. Aber die sind schon mal in Betrieb. So, wir müssen Silizium besorgen. Haben wir auch noch Silizium? Ne, die Dings haben wir leer, ne? Ja. Die haben wir, glaube ich, leer gemacht. Und jetzt habe ich keine Siliziumkiste, habe ich immer noch nicht hingestellt, ne? Als dass ich die mal da abklauen kann, wo es Silizium produziert wird. Bin mir schon fast ganz sicher. Dass ich das nämlich noch nicht gemacht habe. Aber wir haben jede Menge Taschen frei, wo ich Silizium jetzt reinpappen kann, also das geht schon mal ganz gut. Dann müssen wir da erstmal schnell noch einen Dieb ranstellen, dass wir das Silizium mitbekriegen hier. Hier ist nämlich Silizium. Ja. Das ist Silizium. Muss man die Kisten noch ran. Gut, aber... dann mache ich jetzt hier erstmal am Ende noch eine Kiste hin und stelle mir hier so einen Knicki hin. So, lass ihn dann mal abarbeiten. Und dann machen wir hier auf der Seite dasselbe hin. Der darf dann auch mal arbeiten. So, gut. Ja, dann nimmt er mal gleich 3 Stück runter, ne? Das ist gar nicht mehr so wenig. Klar werden wir schneller, wenn wir darüber laufen. Aber gut. Silicon Ore, da brauchen wir jetzt nämlich noch jede Menge davon und dann sammeln wir hier ein bisschen was ein und dann ist gut. So. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war eine Folge von Factorio Cyber 4 aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis bald. Tschüss.